Wo sind wir denn gerade? Wie, wo sind wir gerade? Haben wir eine Karte? Ja, wir haben ja eine Karte. Mal kurz gucken, wo genau wir von den Koordinaten sind. Wir sind bei 49 westlich, 21 südlich. Also 49, 21. Sind wir hier ungefähr? Da ist sogar ein Höhlensymbol. Ja, ich wollte gerade sagen. Und wir kommen vom Ölfass. Dann müssen wir quasi dem Fluss in die andere Richtung folgen. Müssen jetzt weiter Richtung Süden. Wenn wir jetzt genau Richtung Süden waren, kommen wir wieder zurück zum Ölfass. Ja, dann lass uns mal da lang gehen. Also das heißt, wir müssen hier hoch. Oh. Was? Das war ein Vogelnest. Na, das ist bestimmt gut, wenn man sich waschen muss. Nein, es ist zum Feuerball. Nein, nein, ich möchte mit dem Wasserfall. Ach so! Ja. Ja, man kommt hier ein bisschen schlecht hoch. Ja, ja, habe ich gerade auch gemerkt. Aber das finde ich cool hier, dieser zweite Wasserfall daneben. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Ist ja auch selten, dass ein Wasserfall in der freien Natur. Ach, das warst du. Ich dachte mir gerade, wer stöhnt hier? Was sind irgendwelche Tiere im Wasser, habe ich gerade gesehen. Ach, da sind Fische und Krebse. Hier sind die Reifenspuren, guck mal. Und da ist eine kleine Ratte, wie sie ist. Ja, die sind aber schon alltäglich. Oder eine Maus. Jetzt ist sie durchs Wasser geflitzt. Na, den Reifenspuren sind wir im letzten Mal gefolgt. Ja, ist jetzt nur die Frage, laufen wir in die richtige Richtung? Ja, wir laufen in die richtige Richtung. Wir laufen Richtung Süden. Okay, pass auf, hinter dir ist ein kleiner Krebs. Hier soll er kommen, meine Güte, wie die Stranded Peep. Zack! Richtig. Nur ein Spaß. Apropos, jetzt haben wir wieder vergessen, am Anfang nochmal von dem Community Discord. Oh, verdammt, ey, wann schreiben wir uns das endlich auf? Ja. Ah, ich hab kein Inventarplatz mehr. Ja, lass. Gut, dann erzählen wir es eben jetzt. Und zwar haben der Lukas und ich schon vor längerer Zeit einmal in anderen Projekten angekündigt. Alter, hab ich mir erschrocken! Hilf mir, Lukas, hilf mir! Warte, ich komme. Oh, ich glaube, der ist tot, oder ist er weggerannt? Nee, der ist weggerannt. Scheiße. Aber der kommt bestimmt gleich wieder. Oh, ich höre ihn schon. Nee, das ist ich weiß aber nicht von wo. Das ist das Capybara da vorne. Wo ist der? Alter, hat er mich erschrocken. Erstmal hier auf den Stein, oder? Ich komme da nicht hoch. Er muss hier an der Seite. Aber Alter, sehen tue ich ihn nicht. Verwalter, hat er mich erschrocken. Ja, ich habe getroffen. Und dich? Ja, selbstverständlich hat er mich getroffen, mehr als einmal. Oh Gott, guck dir auf jeden Fall deine Arme und Beine an. Beine sind okay. Ah, hier am Arm. Ein Arm ist nicht okay. Kann ich da so einen Verband doof machen? Nee. So einer. Nee, das gibt's doch nicht. Wofür sind die scheiß Kräuterverbände okay, da? Alles gut. Die sind dafür zum Beispiel da, wenn man einen Wurm hatte. Nee, ich konnte es da auch nicht verwenden. Ich konnte die aber auf oder auf Kratzer, normal? Auf Schramm und Kratzer kann man die legen. Weil Tabakverband kann ich hier nicht drauf tun. Nee, Tabakverband ist antibakteriell. Und den, wenn ich das richtig ausspreche, stand da gerade Funky. Funky-Verband. Okay, seltsam. Nee. Funkien-Verband. Heißt der. Nee, egal, ich gucke, ob ich unterwegs eine Pflanze finde. Alles gut, ich verliere jetzt kein Leben. Lass weitergehen. Moment. Das ist die falsche Richtung, Lukas. Ja, warte, ich wollte mich nur kurz umgucken, ob ich hier eine Verbandpflanze finde. Die Richtung ist der Jaguar halt gelaufen. Alles gut. Gesehen habe ich ihn aber nicht mehr. Gesehen tue ich ihn auch nicht mehr. Wir müssen jetzt hier am Tal vorbei.
Am besten gehen wir links am Tal vorbei, nicht rechts, weil rechts am Tal vorbei ist der Jaguar entlang gelandet. Okay. So, bevor ich so... Anatol, der verliert doch wieder Leben, so ein Driss. So, was ich sagen wollte, bevor ich hier so unhöflich von dem Jaguar unterbrochen wurde. Lukas und ich haben vor längerer Zeit schon mal in anderen Formaten angekündigt, dass wir einen Community-Server eröffnen. Der ist mittlerweile voll am Laufen. Willst du mir davon so ein Blatt abgeben? Ja, Moment. Das wäre lieb. Da liegen sogar noch zwei auf dem Boden, einen kannst du haben. Erstellen. Danke. Ein Verband. Dann kann ich nämlich die Blutung stoppen. Ja, und der Server ist mittlerweile online. Der wird auch in dieser Folge wieder verlinkt. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Und ja, auf dem Server könnt ihr alles Mögliche machen. Ihr könnt miteinander spielen, ihr könnt miteinander zocken, ihr könnt direkt Fragen an uns stellen, weil wir haben bemerkt, es gibt Leute, die wollen sie nicht unter ihren YouTube-Account Nachrichten an uns schreiben. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ihr könnt es im Discord dann direkt an uns stellen, und zwar anonym, weil im Discord kann jeder jederzeit seinen Namen ändern. Es gibt Ränge zu vergeben für jeden. Ihr könnt auch mit uns zusammenspielen. Ihr könnt Spielevorschläge direkt an uns richten, oder wenn ihr zum Beispiel ein Spiel habt, das ihr super gerne spielt und das vielleicht mal mit uns zusammenspielen wollt oder mit anderen zusammenspielen wollt, dann könnt ihr es auch dann im Discord machen. Es gibt verschiedene Channel, es gibt... pass auf, da ist ein Bienennest. Alles Mögliche, einfach nur ein kleines... Wie nennt man das? Ein kleines Präsent von uns an euch, das wir mit euch teilen wollen. Hast du das hast du ganz gut beschrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du noch was zu ergänzen? Nö. Ich meine, wir sagen es ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Nee, wir sagen es jetzt zum dritten Mal tatsächlich. Aber, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Ich habe es tatsächlich vergessen zu verlinken. Muss ich noch nachholen. Den Discord-Server. Shame on you. Ja. So. Das ist eins nach dem Karl-Heinz. Ich habe schon wieder irgendwas. Was passt mir denn jetzt schon wieder nicht? Ja, bei mir auch. Ich bin gleich auch wieder am Umkippen. Wo waren nochmal die Betten? Hier, ach, hinter dir. Waren, hinter dir. Oh, oh, da muss ich mich beeilen. Ich kipp auf dem Weg um. Hilfst du mir nochmal? Bist du schon umgekippt? Oh Gott, oder? Und ich glaube, ich sterbe jetzt gleich auch. Nein. Nein, komm hoch. Dich. Schnell, schnell ab ins Bett mit dir. Ab ins Bett. Nur das hintere. Das hintere. Das hintere. Zu spät. Ja. Oh Mann, ey. Bei mir geht schon wieder irgendwas down. Ah, bei mir auch. Wir müssen schnell Feuer machen. Nee, bei mir ist es tatsächlich das Wasser, weil ich Fieber habe. Was habe ich denn jetzt noch schon wieder? Der ist verbunden. Oh, das ist das Problem. Habe ich. So, aufwachen. Fehlen jetzt fehlen mir Maden, weißt du? Oh Gott. Na toll. Sorry. Warte mal, vielleicht. Ich lege ihn mal kurz hin, um das Fieber zu senken. Noch welche? Mach das. Ja, Gesundheit geht down, aber nicht so mega schnell. Ich hab nur noch Larven. Ich guck mich aber mal um. Das war schon wieder so ein Sitz. Hier ist irgendwo eine Schlange. Ich wollte gerade sagen, pass auf, da sind Schlangen. Ist abgehauen, hoffentlich. Nee, die bleiben da in der Regel da, wo sie sind. Okay. Fieber ist weg. Jetzt muss ich noch was trinken und irgendwo eine Made finden. Das war, hier war doch irgendwo auch ein Kadaver in der Nähe. God, I'm thirsty. Das Lagerfeuer ist natürlich weg, toll. Ja, hier sind Knochenfusionen, nimm die schnell. Weil das senkt das Fieber. Oh Gott, wir haben alles gedacht. Ja. Lagerfeuer müssen wir aufstellen. Warte. Ach, nicht B. Ich will ja mal B drücken. Ja. Hier war das. Das war ein Steinring. Unter welchem Reiter ist denn da?
Warte mal, auf dem letzten, glaube ich, oder? Nee, das ist bei den beim Essen. Ach, beim Essen. Ja, okay, macht ja auch Sinn. Moment. Warte mal. Kleines Feuer, oder? Nee, warte, 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 nicht. Nicht? Achso, jetzt ein großes machen. So, das müsste es sein. Das Bild. Habe ich mich so gefreut, ne, dass mein Leben wieder aufgefüllt ist und jetzt ist es wieder so, sogar kritischer als vorher. Echt jetzt? Ja, ich habe nur so ein Millimeter Leben noch über. Warte, hier liegt ein Holz. Stimmt. Die beschissenen Jaguare. Hier war eine Falle, das ist ja schon mal gut. Aber da ist nichts drin. Schade. Das ist besser mal. Oh, normal. Ach, wie werfe ich diesen Speer? Mit Mausrad. Ach so. Pass auf, sobald du loslässt, wirfst du dir direkt. Alles gut. Oh nein! Das Vieh rennt weg! Es kommt in der Regel nicht weit, sonst, deswegen habe ich immer zwei Speere dabei. Ach, alles gut. Es ist liegen geblieben, zum Glück, dahin. Wollte ich mir gerade sagen, es kommt in der Regel nicht so weit. Oh, Klinge erforderlich, na toll. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Oh, ich komme hier nicht durch, ist alles im Weg. Aber hier hätten wir ein Gürteltier zum Auseinandernehmen. Tragen kann man das nicht, ne? Nee. Nee. Aber als ob du keine Klinge hast. Nee, ich habe keine Klinge, weil ich dafür die Machete mitgenommen habe. Hier steckt eine Klinge. Ich komme. Apropos, die lege ich am besten auch mal ab, ne, die Machete. Ja, also hier steckt eine Klinge drin. Im Eimer. Perfekt. Dann lege ich hier die Machete auf die Betten. Ist eigentlich mal eine. Gucken, ob ich das wieder finde. Eigentlich mal eine Kiste. Ah, nee, hier sind keine Maden leider. Ich bin natürlich in die falsche Richtung jetzt gelaufen. Aber es muss ja hier irgendwo gewesen sein. Ich versuch's dann. Ich versuche die ganze Zeit, wie bei Stranded Deep, das Ding zu greifen. Mit Rechtsklick. Nur sagen können wir hier vielleicht eine Kiste hinbauen. Da habe ich zuerst Lehm haben. Hier ist das Gürteltier. Oh. So war das nicht klar. Gürteltierpanzer. Sehr interessant. Muss ich mir mehr Sorgen in diese Richtung. Komme ich gleich nochmal wieder und hol. Okay. So, schön voll machen. Diese Dosen und das Obsidian lege ich auch mal zu den Betten, ne? Ja. Aber dafür würde ich tatsächlich ganz gerne eigentlich nach einer Kiste herstellen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das nicht dort despawnt. Ja, das war mir schon fast klar. Aber jetzt kleine Stücke habe ich nicht. Ich habe mittlere. Ich mache schnell welche. Mach das. Dann gehe ich, bevor es dunkel wird, doch nochmal hier drin.
den Panzer holen. Irgendwo hier. Hier war das. Hier. Immer noch kein Platz. Ich möchte aufhören, wird zu meckern, bevor dieser die Wunde endlich verheilt ist, aber ich glaube ja nicht. So. Ist das erstmal erledigt? Keine Ahnung, was man dafür braucht. Wofür denn? Na, ich wollte hier den Panzer mitnehmen, aber ich kann ihn nicht ins Inventar tun. Jetzt sollte ich daraus was craften. Geht aber auch nicht. Eigentlich. Na, mir fehlt die letzte Sache. Zwei Seile. Konnte man da rein tun. Aber das andere wusste ich nicht. Wahrscheinlich Harz oder so. Nee, ich glaube ein Bananenblatt. Das könnte auch sein. Ja, egal, ich hole den nachher wieder, wenn ich genug Inventarplatz habe. Ach, jetzt braucht er doch wieder so ein Stück. Ja, auf den Zahn, ey. Hier gab's keine Feuerzeug oder Taschenlampe, ne? Nee. Jetzt wird's aber dusch da. Meinst du eigentlich, warum wir gestern die ganze Zeit im Dunkeln rumgelaufen sind, ne? Ja, da ging's ja noch mit dem Mond zumindest und dem Feuer. Aber hier. Hast du ja nur auf der Seite Licht. Oh, aber der Himmel sieht echt schön aus. Muss man ja sagen, vor allem mit den Papageien. Oh ja. Ach cool, okay, hier kommt man vorher auch nicht hin. Lukas, guck mal. Warte. Gerade Igel entfernen. Hier kommt man vorher auch nicht hin, da war vorher eine Blockade vor. Ach man, der blöde Igel will nicht ab. Oh. Ich bring ihn aber noch um. Jetzt dreh dich endlich um. Geht nicht. Jetzt. So, wo bist du? Ach da. Hier kommt man vorher auch nicht hin, ne? Hier war früher eine Alpha-Wand. Nee, hier konnte man schon hören. Echt? Ich hab doch nie geschafft. Ah, vielleicht bist du ja an dem Rasenzimmer hängen geblieben oder so. Jedes Mal? Weiß ich nicht. Hier liegt auf jeden Fall auch noch ein Feuerbrett. Ja, das hab ich da hingelegt. Lass es da liegen. Das brauchen wir, um die Kiste zu bauen. Ah, okay. Jetzt sieht man zumindest was. Jetzt ist irgendwie heller. Ja. Kann ich hier Lehm irgendwo machen? So. Nee, hier war's nicht. Das war's auch nicht. Das auch nicht. Ich muss doch irgendwo sein. Das ist ein Gesetzkasten. Das sind Fallen, Trommeln. Ach, hatte ich ja voll, stimmt. Kann man hier im Wasser einfach Leben nehmen? Ja, ich mein schon. Irgendwie ging das. Ich weiß nicht, kann man das abbauen? Ich glaube fast nicht. Ist hier irgendwo nass? Hier. Doch. Ah, guck mal. Aha. Oh, Klapperschlange. Lehmmischer Töpfertisch. Der ist neu.
Ach, vielleicht für die Trommeln. Nee, ich glaube generell, um was herzustellen. Da wird es aber ein bisschen bitter. Weil der kann ja ruhig hier unten bleiben, ne? Der Lehmmischer kann ja ruhig hier unten bleiben, ne? Ja. Ich würde sagen, bevor wir den jetzt unnötigerweise nach oben bauen, lass ich den hier unten stehen. Weil dann können wir Lehm direkt nehmen von unten, direkt unten reinpacken und wenn wir halt Lagerfeuerasche haben, dann können wir die dazulegen. Jetzt hier keine geeigneten Pfosten. Doch hier. Vier Holzscheiter. Das ist natürlich ein bisschen. So. Oh nö! You gotta be kidding me! Was? Mich Jack ist kaputt gegangen. Das ist ärgerlich. Aber wir haben ja dann noch Obsidian für uns. Doch, ja, richtig. Apropos. Ja? Ich leg auch mal besser die Metallaxt auch ab, ne? Ja. Ich meine, ich habe die zwar jetzt nicht benutzt, aber besser ist einen Abdruck damit zu erstellen, wenn das geht. Na, ein Obsidian hast du jetzt genommen, ne? Ja. Okay, dann kann ich das andere nehmen, ne? Ja, kannst du. Okay. Herstellung. Ach, das war Rucksack. Ich herstelle. Ja, die sind manchmal voll versteckt. Oh Gott, das hier sieht ja super aus. Was ist los? Ich habe, glaube ich, eine Infektion am Arm. Ich habe auch noch ein entzündetes Bein. Ja, hier braucht man scheinbar viele Maden. Am Fluss war ja der eine, waren ja die beiden, ja doch, die beiden Kadaver, da konnte man jede Menge Maden von nehmen, aber hier habe ich bis jetzt noch nicht einen einzigen gefunden, wir hätten vielleicht doch besser am Fluss bleiben sollen. Ich glaube, wir hatten ja auch so Spots, wo wir das geholt haben, aber... Ja, aber das Ding ist mit den Kadavern, die spawnen ja immer wieder und spawnen dann irgendwo anders neu. So, jetzt müssen wir Steine besorgen. Sind hier unten am Wasser. Feuer. Die sind alle hier unten am Wasser. Sogar gerade ein. Oh, weg da! Was war? Da waren 1000 Füßler dran. Nicht gut. Moment, dieser Moment, wenn du nicht weißt, woher das Geräusch kommt und du erschreckst dich. Ja. Aber ein bisschen selber verarscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Psala. Ich habe gedacht, das Flugzeug, das gerade über unser Haus fliegt, wäre tatsächlich ein Jaguar gewesen.
hat so dieses Rauschen gemacht. Ich dachte, da wäre irgend so ein Fauchen gerade. Ich habe gar kein Flugzeug gehört. Ich habe das Fenster hier auf. Für später. Hier auch keine Kadaver liegt. Normalerweise liegt doch hier in der Grube immer irgendwo einer, aber heute. Boah, was war das denn? Das war der Stein, der hier gespawnt ist. Ich will gucken. Und hier liegt noch einer, gut zu wissen. Da sind Termiten, aber das kann ganz schön böse enden, wenn man die angreift. Ich meine, die können sowas auch machen, soweit ich weiß. Aber das möchte ich gerne vermeiden. Als die Mutter wiederkommt, war ich nicht. Geräusche, die immer wieder entstehen, die fuck mich ab. Oh, wie schmeißt ich den Stein hin? Kuh. Ah! Hat hier war auch so ein Tausend. Hat er dich erwischt? Nee, zum Glück nicht. Ich hab den Platt gehauen. Liegt jetzt hier auf dem Weg. Kann man als Köder nehmen. Kannst du für die Steinfalle als Köder nehmen? Mach ich gleich. Ich muss einmal kurz hinlegen, sonst kipp ich auch gleich um. So, jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch kleine Steine. Den kannst du mal aus großen herstellen. Ein großer Stein gibt jeweils drei kleine Steine. Ja.